Blue Brain Games präsentieren ein wunderbares Spiel, das ich, wovon ich den ersten und zweiten Teil schon gespielt habe. Und es geht jetzt in die dritte Runde. Mit diesen wunderbaren Figuren, Darstellungen, Modellen. Hier im Haus von Da Vinci. Teil 3. Ja, mein Name ist Kusekitz, ich spiele gern und das hier ist House of Da Vinci 3. Und ich hoffe, dass dieser Schwarzbildschirm nicht mehr so lange ist wie eben gerade. Gut. Ja, mein Name ist Kusekitz, deswegen habe ich da so ein Profil. Das klicke ich jetzt an. Und ja, das hier ist das Haus von Da Vinci 3. 1 und 2 habe ich schon gespielt. Das waren wirklich schöne Spiele, wo man halt irgendwie irgendwelche Rätsel lösen muss. Jetzt geht's in den dritten Teil und ich bin gespannt, wie die Story drumherum ist. Es geht los. Und ob's auf Deutsch ist. Torino in den Katakomben. Kapitel spielen. Okay, ich glaube, beim ersten waren wir ein Spion, beim zweiten habe ich vergessen. Auf jeden Fall kommt es auch nicht auf die Geschichte an, sondern auf die Rätsel, die letzten Male großartig waren. Und ich hoffe, dieser Teil wird dem nichts nachstehen. Und dass die Ladezeiten nicht so gravierend sind, wie es gerade vorkommt. Mir vorkommt. Los geht's. Stimmt, ich erinnere mich, wir waren hier drin, in dem. Aber ich dachte, das wäre vorbei. There he is! Look up! In the window! Across the room! Get him! Ah ja, genau. Da war dieser Riss und dann war Ende. Schön, wenn die Erinnerung zurückkommt. Zur Not kann man das nachspielen, gucken. Hat die linke Maustaste zu ziehen, um zu sehen. Okay, ja. Oh Gott. Daumen zu vergrößern, Doppelklick auf die Statue. Klicke mit der linken Maustaste, um Gegenstand von der Statue zu nehmen. Es ist weit oben, die Statue zu verschieben, halte die linke Maustaste über dem Symbol. Um näher heranzuzoomen, mache einen Doppelklick auf den Gegenstand auf dem Sockel. Klicke mit der linken Maustaste auf den Gegenstand, um ihn aufzuheben. Teilweise gefaltetes Werkzeug gefunden. Okay. Ein Gegenstand, der ein Zahnradsymbol markiert ist, muss im Inventar angepasst werden, bevor er genutzt werden kann. Klicke da drauf. Mach so. Und das Werkzeug ist vollständig. Klicke auf die Zurückschaltfläche, um das Inventar zu schließen. Kannst du mit der rechten Maustaste klicken. Ich bin recht Maus, um dich von der Statue zu entfernen und habe das erste Rätsel gelöst, ohne dass du wirklich was dafür getan hast. Okay, wir sind jetzt durch einen Riss im Raum hierher gekommen. Was vom letzten. Sieht so aus, als wäre die Wand hinter der Statue fast kaputt. Ich frage mich, was hinter ist. Bin jetzt Riss in den Raum hierher gekommen. Vielleicht auch in der Zeit. Die Statue scheint stark beschädigt zu sein. Ich glaube, mit ein bisschen Anstrengung kann sie umgestoßen werden.
Aber erstmal gucke ich mir die Tür an. Verschiedene Gegenstände auch sind. Nein, nicht. Ach. Okay, und dann kann ich sie drehen und aufschließen. Und die Tür aufmachen, danke. Und dann kann ich hier weitergehen. Ein Halbmond. Oder so. Hier kann ich was drehen. Da oben ist auch irgendwas. Und irgendwas flimmert hier hinten. Das sind Teile des kaputten Oculus Perpetua. Ich muss einen Weg finden, sie alle zu bekommen. Statue da nicht vergessen. Und was ist das? Auf jeden Fall ist es jetzt kaputt. Und den kann ich abnehmen. Hebelsockel. Okay, da oben komme ich anscheinend nicht ran. Mit dem Sockel kann ich nichts machen. Ja, danke. Wie hier hin? Nochmal hier hin. Und guck mal an, was hier für hier laufen Ratten. Metallschacht gefunden. Okay, damit kann ich irgendwas plussen. Okay, ich kann den da plus machen. Dann habe ich einen Hebel. Gut, danke. Mehr kann ich hier nicht machen. Etwa. Und hier? Nichts. Über Ratten gehe ich auf keinen Fall durch. Gehen wir hier ran und setzen den Hebel da dran. Dann kann ich den runterstellen. Wodurch das Ding da abfällt und der Apparat kaputt ist. Nehme ich den auf. Beschädigtes Oculus Perpetua. Ich hätte jetzt gedacht, ich könnte mit dem hier irgendwas machen. Na dann nicht. Ich muss mich dran gewöhnen, dass ich mit der linken Maus das. Okay, irgendwas ist da noch hinter, aber ich weiß nicht was, wie ich da hinkommen kann, weil
Müsste die Statue gerade machen und wieder umkippen. Naja. Was mache ich denn jetzt mit dem kaputten Ding hier? Ich kann da nichts verschieben. Ich kann mir das nur angucken und hoffen, dass ich den anderen Teil davon kriege. Hier wird es auf keinen Fall durch. Hier kann man nicht am Seil ziehen. Also gehe ich jetzt wieder hier hin und kann hier auch nichts machen. Ich kann hier noch was machen. Aber nichts. Wieso kann ich denn den hier jetzt nicht nochmal? Kann ich jetzt hier noch was machen? Das mache ich nur. Aber nicht nochmal. Kann ich hier auch nichts mehr machen? Ich kann mich aber komplett umdrehen, was ich vorher nicht konnte. Ich kann jetzt noch mal hier schieben. Und jetzt kann ich hier rein. So, was haben wir denn hier jetzt alles drin? Wir haben hier nichts, da nichts. Hier haben wir ein paar Zeichnungen. Vielleicht von Da Vinci himself. Und hier haben wir etwas zum Drehen. Okay, dann haben wir hier noch was. Zum Lesen. Klicke auf das Hilfsbuch, um es zu öffnen. Um zu zoomen, mache einen Doppelklick. Halte die linke Maustaste gedrückt, ziehe die Seiten zu den Katakomben. Klicke auf die Zurückschaltfläche, um das Editor zu schließen. Du kannst auch mit der rechten Maustaste klicken. Ja, aber ich gucke jetzt auch nochmal rein. Die Chroniken, wegen der Leonardo und ich gekommen waren, lag in meinen Händen. Nun nur noch ein paar Minuten, wir waren in Sicherheit gewesen. Aber sie hatten uns Schreibtisch, spott mir, wenn ich es wieder zusammensetze, meine Möglichkeiten zu diesem Ort zu kommen, danke sehr. Und dann kommt. Hallo Bartolo, es tut mir leid, dass ich dich nicht persönlich treffen kann, aber der Kardinal hat es sehr eilig, mit den Arbeiten an der Marienkirche in Köln zu beginnen. Ich möchte, dass du die Verantwortung für die Fertigstellung der Katakomben übernimmst und in Avigliano bleibst, bis alles in Ordnung ist. Die Kirche hat uns eine großzügige Belohnung versprochen und die Mönche werden ihre Toten noch hunderte von Jahren hinterher hier begraben. Lass uns dafür sorgen, dass es auch so aussieht. Vergiss nicht, den Raum zuzumauern und alle Spuren des Gerüstes zu beseitigen. Wenn du fertig bist, schicke eine Nachricht und folge mir dann nach Köln. Wir werden die Belohnung wie immer teilen. Gott segne dich, J.L. März im Jahr des Herrn 1966. Erst, wenn du die Werkbank, die ich in Venedig gekauft habe, nicht behalten willst, kannst du sie gern zusammen mit
im Zimmer einmauern. Ich habe keine Verwendung mehr für sie. Aber ich habe einen Schraubmodifikator, den ich jetzt behalten werde. Als Andenken. Hier kann ich jetzt was umschalten. Kann ich hier noch was machen, außer... Kann ich den Schraubmodifikator benutzen? Ihn hier benutzen? Nein. Kann ich den so benutzen? Nein. Kann ich hier irgendwas anderes noch mitmachen, außer... Nee, habe ich noch Nebel. Oculus Perpetua Linse. Das ergibt Sinn. Ich kenne das Perpetua Linse, bevor ich es repariert habe, okay. Was sagst du mir? Hier unten noch was oder so. Mach das wandeln. Mach das wieder. Irgendwie habe ich das Gefühl, ich muss hier noch was machen. Was hast du mir denn? Ich muss eine Verwendung für den Schraubenzieher aus meinem Inventar finden. Vielleicht für einen der Mechanismen an den Wänden der Katakombengangs. Hier vielleicht. Ist hier denn irgendwas, was aussieht wie nützlich? Wieso siehst du so komisch aus? Kann ich dich hier irgendwo verwenden? Hier an der Seite will ich nicht, ne? Ja, hier schlägt auch nur die Hände vorm Gesicht zusammen und hier will er auch. Ist hier nicht, hier auch nicht, hier ist nichts. Hier an der Seite war nicht auffällig. Hier vielleicht. Hier.
Nö. Und den da auch nicht.